Lasst uns über Lügen in der Politik sprechen. Vor allen Dingen in der Herkunftspolitik über diejenigen, die jetzt nach Deutschland unter anderem kommen. Ich muss das ehrlich sagen, ich kann mich keiner Partei mehr zuordnen. Ich habe ein absolutes Identitätsproblem, noch viel mehr als vorher. Ich bin jetzt irgendwie der dicke muslimische Türke, der irgendwie rechts ist, aber der sich von den Rechten auch nicht mehr vertreten fühlt, weil die zu wenig rechts sind. Und ich möchte hier starten mit der verhasstesten Nazi-Braut überhaupt, Meloni, die Person, die förmlich den Faschismus in Italien wieder einführen sollte, die jetzt von Politico als Migrantenliebhaberin betitelt wird. Das ist in der Tat das, was wir ehrlich sagen. Wir sagen, dass sie komplett weg ist von ihrer Seeblockade und dass sie jetzt fordert, dass man die Leute mehr ins Land lässt. Puh. Für mich fällt das Ganze auch wirklich schwer in Worte zu fassen. Also wir können das ja ehrlich ansprechen. Ich habe ja in letzter Zeit, ich sage ja immer meine Meinung, habe ich immensen Hate bekommen. Ich habe Folgendes gesagt, das war einer der Gründe, Darius, das reicht jetzt, du Fähnchen im Wind. Ich habe gesagt, ich glaube, die letzte Generation wird ausgenutzt. Ich glaube, dass die ganzen, dass das Idioten sind, die sich instrumentalisieren lassen von den Globalisten, wenn ihr so wollt. Dass die im Grunde genommen aber gar nicht blicken, was hier abläuft. Und dass die einfach so saudumm sind, dass die sich für ihre Ansichten sogar auf die Straße kleben. Was man ja irgendwie noch bewundern könnte. Auf der anderen Seite gibt es dann aber Leute, die eine Sache sagen und sobald sie an der Macht sind, etwas anderes machen. Eine Meloni. Und das finde ich persönlich viel schlimmer. Weil wenn jetzt die Rechten, und das ist ja das, was man immer sagt, dann egal in welcher Bubble man ist, man darf das nicht anzweifeln. Man will das nicht schwächen. Richtig? Aber wenn ich jetzt sehe, dass dann eine Meloni, eine Rechtsextremistin, eine Rechtspopulistin, wenn ich mir dann überlege, dass die plötzlich immer mehr Migranten ins Land lässt, es sind ja mehr Migranten unter ihr, unter einer rechten Regierung, unter einer konservativen Regierung ins Land gekommen, als unter einer linken. Was sage ich dann? Finde ich das gut? Will ich da jetzt nicht sagen, weil vielleicht hat die ja einen Plan? Ich habe in der Tat den Lord Voldemort der Asylpolitik gehört dazu, Martin S. Punkt, und der hat gesagt, es könnte eine Theorie sein, dass Meloni so viele Migranten ins Land lässt, dass sie einen Kollaps damit erzwingt. Und ich will mich damit gar nicht darüber lustig machen, weil ich feiere Martin S. sehr, weil er immens kluge Ideen hat und sich äußert. Und ich finde es ein Armutszeugnis, dass man eine Person wie ihn muten muss, dass man die silenzen muss. Nichtsdestotrotz finde ich es erschreckend, was da gerade passiert, weil ich die ganzen politischen Richtungen nicht mehr verstehe. Auf der anderen Seite haben wir einen Steinmeier, der dann nach Italiens Forderung sich offen dazu bekennt, dass wir überlastet sind. Was waren seine Worte? Nein, wir schaffen das nicht. Eine Anlehnung an Merkel, eine Art Remake quasi. Oder Ricarda Lang, die Grünste der Grünen, die nach Ernährungstipps jetzt ihr zweites Lieblingsthema gefunden hat, und zwar Migranten. Und was sagt sie dazu? Sie hat gesagt, dass wir die jetzt schnellstmöglich abschieben müssen. Das sagt eine Ricarda Lang, eine Grüne. Als nächstes sehe ich die auf den Pro-Atomkraft-Demos, um noch die letzten Wähler abzugreifen. Aber deswegen, das ist das, was mich hier gerade verrückt macht. Ich verstehe, wenn man sich in eine Richtung entwickelt, aber das, was hier passiert, das ist unsinnig. Und dann auf der anderen Seite Faeser. Faeser, die, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Weil, wenn wir jetzt über Faeser sprechen, okay, dann hat die hier nur Sachen gesagt, die man mit einem klaren Kopf dem Alkohol zuschieben müsste. Also, was die gesagt hat, ist ja alles andere als rational gewesen. Aber die hat jetzt ein Interview gegeben, in dem sie sich gegen verschiedenste Dinge ausspricht. Als erstes darf man die Leute nicht mehr alle ins Land holen, sagt sie. Eine Faeser. Es darf keinen Familiennachzug so stark geben. Das sei unser geringstes Problem im Moment, sagt sie. Was kam noch dazu? Jetzt werden verschiedenste Länder, Indien, Pakistan, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ghana, werden zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Und dann ist es so, dass man jetzt plötzlich verschiedenste Gründe abschafft, warum Leute nicht abgeschoben werden sollten. Was waren die Gründe? Suizidgefahr spielt keine Rolle. Traumatisierung spielt keine Rolle. Aber während jetzt faktisch eine Meloni die Leute ins Land lässt und faktisch darum bittet, ist es so, dass eine Faeser sagt, Moment, hier haben wir einen Stopp. Und das hat mich so immens verwirrt, was ich jetzt glauben soll. Bin ich jetzt offen auf der Seite von Faeser und sage, wir sollten einen Stopp hier machen? Oder will ich, dass es passiert, wie Meloni will
und erzwinge damit einen absoluten Kollaps, sodass es am Ende eventuell Remigration gibt? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber das Einzige, was ich euch sagen kann, ist, was um Himmels Willen passiert hier mit Europa? Wir können das doch ehrlich und offen ansprechen. Europa ist gefallen. Ich habe neulich jetzt gerade gehört, von der Schweizer Zentralbank war es, glaube ich, dass die Sanktionen die speziell deutsche Wirtschaft in doppeltem Maße betreffen werden im Jahr 2024. Das heißt, egal welche Kosten ihr jetzt habt, im Jahre 2024 wird es schlimmer. Und was will eine Faeser jetzt? Hat die zu spät gemerkt, oh, wir sind aus Versehen, wir schaffen das doch nicht, wir haben die Grenzen ausgelotet und jetzt sorgen wir dafür, dass wir so viele davon wie möglich im Land behalten? Ist es so, dass eine Meloni von vornherein einfach falsch gehandelt hat? Wisst ihr, wen ich am meisten mir lobe dazu? Eigentlich die Schweiz oder Ungarn. Weil was machen die? Die sind wenigstens konsequent, lassen die Leute ins Land und bringen die dann auf direktem Wege nach Deutschland. Und damit haben die keine Probleme. Und die, versteht ihr, die müssen sich nicht rumärgern mit der Bevölkerung. Die Bevölkerung spürt nichts davon. So, sie sagen immer, alles klar, hier ab nach Deutschland, die sind blöd genug. Aber was machen wir? Und auf welcher Seite bin ich jetzt? Links oder rechts? Ist ja absolut verwirrend für mich. Keine Ahnung, auf welcher Seite seid ihr? Jetzt nur aus Interesse. Versteht ihr das Ganze noch?